Hallo! Frauen in den Wechseljahren haben den besten Sex ever, wenn die Libido mitmacht. Die sexuelle Lust kann gedämpft sein, aus körperlichen Gründen, aber auch aus Langeweile. In diesem Video gebe ich Ihnen 5 Tipps für mehr Libido. Mein Name ist Susanne Kirschner-Bruns, ich bin Ärztin und Buchautorin. Mein Thema ist seit vielen Jahren die Frauengesundheit und ich möchte alles, was ich darüber weiß, auf diesem Kanal mit Ihnen teilen. Bevor wir starten, ich spreche im Folgenden über Mann und Frau, aber beziehen Sie das bitte auf Ihren eigenen Lebensstil. Lustkiller auf der körperlichen Ebene sind die abfallenden Hormone und auch Medikamente, wie zum Beispiel Antidiabetika oder Antidepressiva, auch Schmerzmittel und natürlich Schmerzen selber durch eine Scheidenatrophie oder auch durch eine Operation wie einen Dammschnitt. Der Klassiker auf der psychischen Ebene ist der Stress und bei Frauen hier vor allen Dingen die Doppelbelastung. Also Job und Familie oder Job und Haushalt und Familie. Aber auch Langeweile nach 5 bis 10 oder 20 Jahren mit demselben Mann. Die Gefühle sind vielleicht nicht mehr da oder sie können ihm irgendetwas nicht verzeihen. Auch Unsicherheit mit dem eigenen Körper ist ein riesiges Thema. Also Bodyshaming oder das sich anfreunden mit dem älter werdenden Körper, für den man sich plötzlich schämt. Warum? Und natürlich auch Traumata nach sexuellem Missbrauch. Hier jetzt meine 5 Tipps für Ihre Libido. Nummer 1. Sie sind schön. Egal wie alt Sie sind. Punkt. Und wenn der Mann, mit dem Sie Sex haben, das nicht wertschätzt oder sieht oder Ihren Körper kritisiert, womöglich auch verbal, dann bekommt er die rote Karte. Es gibt eine Studie, die nachweisen konnte, dass Frauen zwischen 27 und 45 öfter an Sex denken und Sex möchten als jüngere Frauen, Frauen unter 25. Es liegt also nicht immer am mangelnden Willen der Frau. Nummer 2. Reden Sie mit Ihrem Partner. Sagen Sie ihm, was sie anmacht, was sie abtönt. Selbst wenn Sie die letzten 20 Jahre in Ihrer Ehe darüber nicht geredet haben, jetzt wird's Zeit, weil nicht umsonst haben Sie keine Lust mehr. Zeigen Sie Ihrem Mann, wie er Sie erregen kann und wie Sie zum Orgasmus kommen. Und Sie zuerst, denn wir Frauen brauchen länger. Sollte das ein Problem sein, dann machen Sie einen Deal. Heute bin ich dran und morgen kannst du zuerst kommen. Das ist nur fair und das bringt auch Abwechslung hinein. Nummer 3. Verabreden Sie sich wieder mit Ihrem Mann. Zu einem Rendezvous, in einem Hotelzimmer, in einer fremden Stadt. Denn zu viel Vertrautheit und Nähe führt zur sexuellen Appetenzstörung, so nennen die Sexualtherapeuten das. Und gerade wir Frauen, wir langweilen uns sehr schnell. Also nach 2 Jahren hat man wirklich keine Lust mehr auf seinen eigenen Mann. Denn es gibt Studien, die nachweisen, dass die Libido zurückkommt mit einem neuen Partner. Darum vielleicht doch erst die Nummer mit dem Hotel oder getrennte Schlafzimmer als gleich einen neuen Mann. Nummer 4. Call to Action ist der Begriff dafür, tun Sie es, haben Sie Sex. Dazu raten Gynäkologen und Gynäkologinnen, denn auch die weiblichen Geschlechtsorgane möchten trainiert werden. Es gibt Patientinnen, die lange keinen Sex hatten und bei denen ist dann dadurch die Vaginalöffnung tatsächlich geschrumpft. Nummer 5. Vaginalprodukte bei Trockenheit und Schmerzen. Haben Sie Schmerzen beim Eindringen des Penis, dann bezeichnet man das als Dyspareunie. Ein Grund in den Wechseljahren kann der abfallende Östrogenspiegel sein. Dadurch gehen die feuchtigkeitsproduzierenden Zellen verloren. Man spricht von Scheidenatrophie. Dagegen gibt es hormonhaltige und auch hormonfreie Salben. Besprechen Sie das mit Ihrer Gynäkologin. Es gibt aber auch psychische Gründe für Scheidentrockenheit und Dyspareunie. Und in diesem Fall muss ich vermuten, dass Sie leider aktuell keine Lust auf Ihren Mann haben, weil es vielleicht noch etwas gibt, was Sie miteinander klären müssen. Und dann sind diese Scheidentrockenheit oder dann können diese Scheidentrockenheit und die Dyspareunie nämlich Abwehrreaktionen des Körpers sein. Wenn aber alles okay ist und Sie sagen, ich habe überhaupt keinen Stress und ich finde meinen Mann super sexy und ich liebe den und auch sonst ist alles in Ordnung, ich nehme überhaupt keine Medikamente und wir haben schon alles versucht mit dem Hotel und so weiter, dann rate ich Ihnen, lassen Sie Ihre Hormonspiegel checken und ein eventuelles Hormondefizit ausgleichen. Ich hoffe, dass Ihre Lust mit meinen 5 Tipps zurückkommt.
Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, über ein Abo und aktivieren Sie die Glocke, um zukünftig kein Video zu verpassen. Herzlich, Ihre Susanne Kirschner-Brotz.